Hallihallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf Eric Garcia's AD Mopacan, wo es ab und zu auch mal Basketball-Videos gibt. Heute, liebe Leute, bin ich tatsächlich auf dem Basketballplatz. Ich wollte mal was ansprechen, was für mich eine ganz wichtige Einstellung im Leben ist. Irgendwie ist die Kamerastellung scheiße, Alter. Warte mal kurz. So sieht's auch dumm aus, ne? Ich habe auch eigentlich keinen Bock, hier so dumm zu knien. Es müsste eigentlich so hoch sein ungefähr. Wie dem auch sei, da muss ich wohl ein bisschen mich nach unten bücken und ihr müsst ein bisschen nach oben gucken. Was ich ansprechen wollte, ist einfach mal eine Lebenseinstellung, die für mich mega wichtig ist. Und zwar, ja, wie soll ich hier jetzt am besten in kurze Worte fassen? Einfach halt, wenn man hart arbeitet, wird sich das halt auch auszahlen. Habe ich auch letztens auf Instagram einen Post so rausgehauen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den mal kurz auschecken. Und der Eric Goes to USA, das ist mein Instagram-Account auch. Also genauso wie mein YouTube-Kanal. Jedenfalls, die Geschichte, die ich halt kurz erzählen will, ist, harte Arbeit lohnt sich halt, harte Arbeit macht sich bezahlt, von nichts kommt nichts. Alle diese Beispiele, diese Beispielsprüche, die finde ich sind sehr gut eigentlich, die sind sehr passend. Oder auch wenn man halt was unbedingt will, dann muss man dafür hart arbeiten und dann kann man es auch erreichen, so eine ganze Scheiße. Das hört sich natürlich alles immer sehr klischeehaft an, aber ich finde, dass es wirklich wahr ist, bei mir in meinem Leben schon öfters vorgekommen und jetzt auch wieder letzte Woche ist das gleiche passiert und das wollte ich halt mal kurz ansprechen. Ihr habt ja dieses eine Video gesehen, wo ich so ein paar Dribbling Drills gemacht habe und so, und seit diesem Video habe ich jeden einzelnen Tag für circa 1,5 bis 2 Stunden Basketball alleine gezockt, also alleine trainiert und halt wirklich die ganze Zeit, diese 1,5 Stunden oder was auch immer, Wurfdrills und Dribbling-Drills gemacht. Jeden Tag, das war ungefähr 5 Tage oder so. Und dann am Samstag ist ja immer hier in San Diego der große Basketballtag, wo alle zusammen immer Basketball zocken draußen. Und an diesem Samstag, nach der Woche lauter Arbeit, habe ich den Court so rasiert, Alter. Das habe ich noch nie so vorher gemacht. Also das war richtig krass. Und ich habe halt noch nie vorher so intensiv an meinen Dribbling-Drills gearbeitet und so, wie in dieser Woche, und das hat sich halt mega ausgezahlt, anscheinend, weil, wie gesagt, ich habe den Court halt mega rasiert, also ich habe einfach ein paar Plays so gemacht, wo ich mir dachte, geil, Alter, habe ich vorher noch nie gemacht, und das muss davon kommen, dass ich die ganze Zeit Dribbling-Drills gemacht habe. Ich habe mich auch allgemein viel wohler mit dem Ball gefühlt, viel selbstbewusster beim Dribbeln und so. Normalerweise war ich immer ein Spieler, der einfach immer nur gecatcht und geshootet hat, also catch and shoot, also ich fange den Ball und werf so, wisst ihr, was ich meine? Ich war immer ein guter Dreierschütze so, aber das war's auch, ich hatte nie krasses Postgame oder irgendwas. Ich hatte nie irgendwelche Dribble-Moves, logischerweise. An denen habe ich dann halt angefangen zu arbeiten und das hatte ich bezahlt gemacht, denn wie gesagt, ich war viel selbstbewusster mit dem Ball. Ich habe tatsächlich auch mal ein paar Moves gemacht. Ich habe tatsächlich mich auch mal getraut, sozusagen, den Ball zu dribbeln, also so als Point Guard sozusagen zu agieren, und das war halt mega geil. Und dann habe ich, also das absolute Highlight an diesem Tag war definitiv, als ich hatte einen Gegner, der war ungefähr meine Größe und athletischer, also der konnte mit beiden Händen danken und so weiter. Und dann bin ich halt als Point Guard sozusagen den Court runtergegangen. Gerannt, also halt von, wir hatten einen Einwurf an unserer Baseline, dann habe ich den Ball bekommen als Point Guard, bin dann losgejoggt und dann kam der halt da so ungefähr an der Dreierlinie und dann habe ich einfach mal richtig nice so von der rechten Seite halt so ein kleines Crossover zur linken gemacht. Warte, so, also ich bin so angekommen, ne, ich bin so angekommen, habe dann so ein kleines Crossover gemacht, also es war wirklich nur klein, nichts Großartiges, so ein kleines, und dann, was aber ihn richtig getötet hat, war der Stepback, der danach gekommen ist, weil der Stepback, der war halt so aus diesem Schwung des Crossovers, der war so weit nach hinten, ich war halt richtig nice hinter der Dreierlinie und habe dann direkt gepullt aus dem Stepback, also so, habe dieses kleine Crossover, zack, und dann direkt dieser Stepback und aus dem Stepback raus so direkt halt den Dreier gepullt, und der ging halt swish rein in sein Face, wo er natürlich noch probiert hat, den zu blocken, und wirklich die ganze Bank, ne, die ganze Sideline ist ausgerastet, so richtig so, wow, was zur Hölle so, weil die waren es halt nicht von mir gewohnt, dass ich so Dribble Moves auspacke und so, ne, und das war halt der allererste Spielzug, wo mir dann so klar war, okay, Alter, richtig geiler Scheiß jetzt, also jetzt bin ich wirklich selbstbewusst und so. Und dann habe ich halt noch ein paar andere mega geile Plays gemacht und so. Die will ich jetzt nicht alle erzählen, weil das würde hier viel zu lange dauern. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt circa seit 7 Tagen oder so jeden Tag Dribble-Moves gemacht. Also Dribbling-Drills und so. Und auch heute natürlich wieder. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch heute mal, was ich für Dribble-Moves mache. Und hoffe, ich kann euch motivieren, an eurem Game zu arbeiten oder an was auch immer ihr arbeiten wollt. Denn es lohnt sich definitiv. Und wenn man dann was erreicht, für was man hart gearbeitet hat, dann fühlt sich das halt umso geiler an, ne? Also in dem Spiel wusste ich dann halt so, geil, Mann. Die Arbeit hat sich gelohnt und richtig nice. Alle rasten aus. Mega geil. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ich werde auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Jeden Tag 1,5 bis 2 Stunden Dribble Drills und Wurf Drills. Und ja, jetzt zeige ich euch mal schnell ein paar Dribble Drills.
shit. Ich weiß nicht, ob man es dem Video so gut entnehmen konnte, aber meine Dribblings, meine Handles haben sich in dieser Woche auf jeden Fall schon verbessert. Alleine der Faktor, dass ich mich viel wohler fühle beim Dribbeln und so, dass sich das viel natürlicher anfühlt und so und nicht mehr so steif und komisch. Ich weiß leider noch nicht, ob man es auf den Videoaufnahmen erkennen wird, weil ich mir den noch nicht angeguckt habe, aber gefühlt definitiv besser. Von daher, Leute, arbeitet an eurem Shit. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, bis dahin. Euer Eric.